Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Vortrag, ob Sie Open Source Client Management System für Windows und Linux Client. Ich darf mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Detlef Oertel. Ich bin Mitarbeiter bei der Firma UIB GmbH in Mainz, die der Hersteller von OPSI ist und arbeite dort in unterschiedlichen Bereichen wie Entwicklung, Schulung, Vertrieb, Support für dieses System. OPSI ist eine relativ umfangreiche Software in der halben Stunde, die wir jetzt hier heute haben, will ich versuchen, einen Überblick zu geben über die Kernfunktionalitäten, die so ein Client-Management-System üblicherweise hat, Betriebssysteminstallation, Softwareverteilung, Inventarisierung und will anhand von ein paar Live-Vorführungen ein Gefühl dafür vermitteln, wie das Ganze funktioniert, wie das Management-Interface aussieht, will auf Erweiterungen eingehen, die kurz anschneiden, die über das Kernsystem hinausgehen und hoffe, dass wir am Ende dann noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussion haben. OPSI ist ein Client-Management-System, hatte ich schon erwähnt. Die Kernfunktionalitäten eines Client-Management-Systems sind eben den kompletten Lifecycle einer Maschine zu unterstützen. Das heißt, es fängt bei der neuen Maschine an mit der automatischen Installation des Betriebssystems. Danach kommt das Software-Rollout, die Konfiguration eingespielter Software, das Einspielen von Updates und Patches. Dazu kommt die Inventarisierung sowohl von Hard- und Software. Das Ganze läuft bei OPSI serverseitig basiert auf Linux-Systemen unterschiedlicher Distributionen. Clientseitig unterstützen wir heterogene Umgebungen aus Windows und Linux. Und an der Stelle sind wir neben der Tatsache, dass der Kern von uns Open Source ist, bei der zweiten Besonderheit von OPSI, nämlich dass wir sowohl Windows-Systeme als auch Linux-Systeme aus einem Management-Interface heraus mit einem Toolset heraus managen können. Schauen wir uns die erste Kerndisziplin ein bisschen näher an, das ist die Betriebssysteminstallation. Dazu wird per Netzwerkboot ein Boot-Image gebootet, was zu OPSI gehört, von uns bereitgestellt wird, was regelmäßig neu herauskommt mit einem aktuellen Kernel, damit aktuelle Hardware unterstützt wird. Bei Windows wird dann üblicherweise die Platte vorformatiert und dann wird eine Original-Windows-Installation gemacht. Das heißt, wir benutzen das Original-Setup-Programm von Windows, dem aber eine Antwortdatei übergeben wird, in der drin steht, alle notwendigen Daten, um dieses Windows nicht interaktiv, also unattended, zu installieren. Und dazu gehören halt auch dann die Installation der zu dieser Hardware passenden Treiber. Das funktioniert darüber, dass das Boot-Image ja sieht, auf welcher Hardware es läuft und deswegen gezielt zum Server sagen kann, ich brauche jetzt beispielsweise für diese Hardware die Windows-Treiber, also jetzt zum Beispiel für irgendeinen Lenovo oder für irgendeinen Dell oder auch gemäß der Kennungen auf dem PCI, USB oder HD-Audio-Bus.
Das ist so die Standardart und Weise, wie man Windows installiert. Es gibt bei der automatischen Betriebssysteminstallation auch noch andere Geschmacksrichtungen, die dann mehr in Richtung Image-Installation gehen. Auch an der Stelle bieten wir Unterstützung an. Im Open-Source-Bereich relativ bekannt ist die Image-Software Clonezilla. Hier unten sind übrigens noch jede Menge Sitzplätze frei. Wir haben die Technik von Clonezilla in OPSI integriert. Das heißt, unser Boot-Image lädt dann die entsprechenden Clonezilla-Skripte nach, um dann automatisiert sowohl Partitions-Images als auch komplette Platten-Images erstellen und wiederherstellen zu können. Also je nachdem, wie Ihr Bedarf ist, ob Sie mehr in Richtung Image-Installation oder mehr in klassische Unattended-Installation gehen wollen, ist hier beides möglich. Vergleichen wir das mal ganz kurz mit derselben Disziplin unter Linux. Und Sie werden sehen, die Folie sieht groben und ganzen ähnlich aus. Auch hier ist der Standardweg, das Betriebssystem so zu installieren, wie der Hersteller sich das vorstellt, also mit dem distributionseigenen Installer. Nur ist das unter Linux nicht eine Setup-Exe, die ich mit einer Antwortdatei versehe, sondern an der Stelle ist der distributionseigene Installer integriert in den Installationskernel und die Installations-Init-RD. Auch hier wird wieder unser Standard-Boot-Image geladen und das Standard-Boot-Image zieht dann den Distributionskernel und die Distributions-Init-RD nach, erzeugt auch hier wieder eine Antwortdatei. Je nach Distributionsfamilie sieht die halt ein bisschen anders aus. Das heißt, bei den Debian-artigen haben wir eine Pre-Seed-Textdatei, bei den Red Hat-artigen eine Kickstart-Textdatei, bei den SUSE-artigen eine AutoJust-XML-Datei. Die wird entsprechend angepasst und dann in die Init-RD integriert, plus ein paar Skripten, die unseren Client-Agent installieren. Und dann wird aus unserem Boot-Image heraus per kexec der distributionseigene Installer gestartet, der distributionseigene Kernel gestartet und dann läuft die Installation des Linux-Systems vollkommen unattended durch und hat am Ende auch den Client-Agent installiert. Natürlich kann ich auch unter Linux mit Image-Verfahren arbeiten. Das heißt, das, was ich über Clonezilla gesagt habe, gilt natürlich nicht nur für Windows, sondern auch für Linux-Systeme. Wie das im Detail aussieht, zeige ich nachher noch mal kurz an Zeitraffer-Firmen, anhand von Zeitraffer-Filmen. Wenn die Betriebssysteminstallation fertig ist, haben wir also ein frisch installiertes Betriebssystem und auf dem ist dann ein Client-Agent, der zuständig ist für die weitere Pflege des Systems, also sprich Softwareverteilung, Konfiguration, Einspielen von Patches. Und dieser Client Agent besteht im Kern eigentlich aus zwei Komponenten. Das eine ist ein Service oder Daemon, je nach Betriebssystemswording, der die ganze Zeit durchläuft, der also beim Start hochkommt und dem ich über eine Konfigurationsdatei sagen kann, zu welchen Systemzuständen er aktiv werden soll, beim Hochfahren, beim Runterfahren, beim Einloggen eines Users, zeitgesteuert oder wenn von außen ein Signal kommt. Und wenn er aktiv wird, dann nimmt er über einen Webservice Kontakt auf zu dem zentralen OPSI-Server, sagt, guten Tag, ich bin der PC25 ausgewiesen durch einen Key, den ich bei der Installation mitbekommen habe, gibt es für mich was zu tun? Und dann schaut der Server in seiner Datenhaltung nach und sagt, ja,
du sollst beispielsweise jetzt ein Firefox installieren und dazu liegt auf folgendem Share ein Skript, in dem beschrieben steht, wie du das tust ohne Anwenderinteraktion. Diese Events, diese Systemzustände sind, wie gesagt, konfigurierbar. Unter Windows sind so das Standardverfahren, das beim Hochfahren zu machen, insbesondere bei Windows Clients, bevor der User sich einloggen kann, weil Softwareverteilung, Softwareinstallation unter Windows macht man am geschicktesten, wenn kein User eingeloggt ist, also sprich keine Software verwendet wird. Linux ist da ein bisschen weniger empfindlich, wenn ich Software installiere, die läuft, aber Windows ist da ein bisschen empfindlich. Deswegen ist es eine gute Idee zu sagen, ich mache das entweder vor dem Login, bevor der User sich eingeloggt hat, oder nachdem der User sich ausgeloggt hat, wenn er das System runterfahren will. Aber wie gesagt, das ist konfigurierbar. Ich kann auch bestimmte Aktivitäten machen, wenn der User sich eingeloggt hat, zum Beispiel, wenn ich Roaming-Profile-Umgebungen habe und im Profil was machen will. Für Außendienstmitarbeiter, die per VPN reinkommen, kann ich sagen, solange du dein VPN nicht gestartet hast, brauchst du gar nicht versuchen, den OPSI-Server zu installieren, zu erreichen. Ich kann Timer-gesteuert das machen. Wie gesagt, per Push-Installation von außen. So, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte. Aus dem, was ich gesagt habe, der Server sagt dem Client, hier liegt ein Skript, was du ausführen sollst, um beispielsweise den Firefox zu installieren. Da ergeben sich zwei Dinge heraus, nämlich zum einen, im Kern macht der OPSI-Client-Agent nichts anderes, als ein Skript im administrativen Kontext auszuführen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Firefox installieren will, muss ich irgendwie zu einem Skript kommen, in dem drin steht, wie installiere ich den Firefox, ohne dass dumme Fragen gestellt werden. Da gibt es eine Reihe von Anleitungen, da gibt es auch Hilfsmittel, aber letztendlich ist das etwas, was man lernen muss und womit man sich ein bisschen beschäftigen muss und was kontinuierliche Arbeit ist, aber das ist kein OPSI-Spezifika, sondern bei allen Mitbewerberprodukten letztendlich dasselbe Problem. Das Zweite ist, Sie sind nicht daran gebunden, jetzt nur irgendwie Software zu verteilen oder irgendwas zu machen, sondern Sie führen ein Skript aus. Also alles, was Sie in der Lage sind zu skripten, können Sie dem Client antun. Das ist halt eben nicht nur Softwareinstallation, das ist Konfiguration, das sind Ausführen von beliebigen Programmen, und Kommandozeilen, Geschichten. Das heißt, Sie haben da einen relativ hohen Freiheitsgrad, was Sie dem Client antun wollen. Das nutzen wir wiederum auch aus für die Inventarisierung. Inventarisierung sind bei uns Standardpakete, die eben nichts installieren, sondern mit den entsprechenden Befehlen das Betriebssystem, fragen, was für eine Hardware hast du, was für eine Software hast du installiert, das einsammeln und dann über den Webservice zurück an den Server schicken, der das dann entsprechend speichert. So, das war jetzt mal ein ganz schneller Überblick über die Kernfunktionalitäten. Zu der ganzen Geschichte gehört ein Management-Interface, mit dem man das Ganze bedienen kann. Und es gehört auch ein Kommandozeilen-Interface dazu, mit dem ich das genauso bedienen kann, was von daher wichtig ist, weil es die Möglichkeit gibt, alle möglichen Dinge auch zu skripten.
werfen wir mal einen ganz kurzen Blick auf ein Beispiel. Wir haben hier unser Management-Interface. Wir sehen hier jetzt eine ausgewählte Liste von Clients. Sie sehen, hier sind Linux-Maschinen dabei, hier sind Windows-Maschinen dabei. Ich wähle jetzt mal aus dem Grund, dass man bei Windows-Maschinen mehr sieht, wenn der Client-Agent aktiv ist. Bei Linux passiert das im Hintergrund. Da könnten wir jetzt höchstens einen PS-Aufruf machen und sehen, was da passiert. Bei Windows ist das optisch etwas schöner. Ich wähle jetzt mal eine Windows-Maschine aus, gehe in die Produktkonfiguration, habe hier meine Pakete. Ich sehe Firefox, das Paket Firefox ist für die ausgewählte Maschine installiert. Und ich sage, ich möchte jetzt dieses Paket einfach erneut installieren. Würde ich üblicherweise erst tun, wenn ich ein Firefox-Update verteilen will. Ich setze hier in der Spalte Anforderungen das auf Setup, speichere das. Und jetzt weiß der Server, wenn der Client mich fragt, soll ich was tun, dann sage ich ihm, ja, du sollst einen Firefox installieren. So, ich könnte den Client jetzt neu starten, rebooten. In dem Fall schicke ich ihm einfach ein Signal. Du sollst jetzt was tun. So, hier haben wir unsere Windows-7-Maschine, der wir gerade ein Signal geschickt haben. Der wird jetzt aktiv, weil er ein Signal bekommen hat, greift auf den Webservice zu, fragt, gibt es was zu tun, mountet dann den Share, auf dem die ganzen Pakete liegen, und startet jetzt den Skriptinterpreter und führt das Skript aus, in dem drin steht, wie das Ganze zu machen ist. Er hat festgestellt, da ist ein Firefox drauf, den schmeiße ich erstmal runter, dann wird der neue Firefox installiert, danach wird er konfiguriert und das alles, was er dabei erlebt hat, schreibt er in eine Logdatei, die schickt er an den Server zurück. Und wenn ich jetzt hier neu lade, ist mein Setup verschwunden. Ich habe hier einen neuen Timestamp, 29.04.13.28 Uhr. Und wenn hier jetzt kein nettes grünes Success stehen würde, sondern ein hässliches rotes fehlt, dann würde mich interessieren, was ist denn da schiefgegangen? Und dann kann ich hier direkt auf die Logdatei zugreifen, um zu sehen, was denn der Skriptinterpreter genau gemacht hat. Schauen wir mal. Der entscheidende Punkt findet hier statt. Hier wird die Firefox Setup-Exe, so wie man sie aus dem Internet herunterlädt, mit einem Kommandozeilenparameter gestartet. Das braucht hier in etwa 10 Sekunden und endet mit dem Exit-Code 0. Das heißt, ich weiß, die Setup-Exe war erfolgreich. Und wenn das kein Exit-Code 0 wäre, dann wird ihr entsprechend auch zurückgemeldet, die Installation ist schiefgegangen. So in etwa kann man sich die Abläufe der Softwareverteilung und auch bei der Konfiguration vorstellen. Entsprechend gibt es in unserem Skriptinterpreter halt für die Vorgänge, die man in diesem Kontext machen muss, Befehle, um dies möglichst einfach zu machen, um Prozesse zu starten, um Konfigurationsdateien zu manipulieren, aber um sich auch über das System zu informieren, auf welchem Betriebssystem bin ich, in welcher Release, auf welcher Distribution, welche Prozesse laufen, aus der Registry Sachen auszulesen, aus INI-Dateien auszulesen. Wenn Sie aber sagen, ich habe hier irgendwas, was ich viel lieber in meiner Lieblingssprache, Perl, Python, VBS, PowerShell, was auch immer, ausführen möchte, ist das auch kein Problem. Sie können entsprechende Codeabschnitte da reinschreiben und sagen, führ mir das mit folgendem Interpreter aus. Und die Ausgaben können Sie auch wieder einfangen, weiterverwenden und landen auch in der Logdatei. Das heißt, Sie haben ein zentralisiertes Logging über die Vorgänge, die auf dem Client stattfinden. Werfen wir einen Blick auf den Karteireiter Netboot-Produkte.
Hier liegen die Pakete für die Betriebssysteminstallation. Hier nehme ich jetzt mal als Beispiel nicht ein Windows, sondern ein Ubuntu. Auch hier kann ich bei der Anforderung etwas auf Setup stellen. Was dann passiert, ist, dass in einem Konfigurationsbereich für den PXE-Boot eine Datei geschrieben wird, in der steht drin, du sollst diesmal nicht lokal weiter booten, sondern ein Boot-Image laden. Und jetzt schaue ich mal, nehmen wir mal. So, dann machen wir ein bisschen kleiner, damit wir, doch, das, Moment, wo ist er? Wo ist meine Maus da? Wir sehen hier ganz am Anfang, also das ist ein Zeitraffer mit einem Frame per Second, deswegen geht das alles so fürchterlich schnell. Sie sehen hier am Anfang wird ein PXE-Linux geladen und das PXE-Linux lädt unser Standard-Boot-Image nach. Das Boot-Image bootet, lädt hier jetzt die Init-RD des Kernels, des Ubuntus und den Kernel, den Ubuntu-Kernel nach, patcht die Init-RD und startet jetzt per kexec den Original-Distributions-Kernel mit der gepatchten Init-RD. Und das, was Sie jetzt sehen, ist ein Standard-Ubuntu-Netboot-Installation. Nur, dass halt eben keinerlei Fragen gestellt werden, weil alles, was er wissen will, steht entsprechend in der Preseed-Datei drin. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann wird der Client-Agent aktiv, der dann zum Beispiel verwendet werden kann, um noch Pakete nachzuinstallieren, die wir in der Preseed-Datei nicht hinterlegt haben. In dem Fall haben wir über die Preseed-Datei noch keine grafische Oberfläche installiert, die wir jetzt über den Client-Agent nachinstallieren. Das heißt, der ist jetzt gerade dabei, das Desktop-System KDE zu installieren. Da sieht man halt jetzt nicht viel. Deswegen kürze ich das Ganze jetzt nochmal trotz Zeitraffer ein bisschen ab. So, und Sie haben jetzt ganz zum Schluss gesehen, dass da nochmal eben unser Client Agent aktiv wurde. Also, dass die Integration von Windows und Linux in dasselbe Management-System ist also wirklich so, dass die auch wirklich gleich behandelt werden. Was bedeutet für den Systemadministrator, dass das Know-how darüber, wie ich die Skripte schreibe, um einen Prozess zu starten, eine Konfigurationsdatei zu verändern, da kann ich alles, was ich gelernt habe, eins zu eins vom einen Betriebssystem zum anderen Betriebssystem weiter verwenden. Unter der Haube sieht das eben so aus, ich hatte schon angedeutet, auf dem Server, die Serverseite ist in Python geschrieben, haben wir entsprechende Library, die nach oben hin eine API zur Verfügung stellt, die vorgangs- und objektbezogen ist. Da habe ich dann so Dinge wie, gib mir mal die Liste aller Clients, gib mir mal die Liste aller Produkte, lösche einen Client, stelle für einen Client ein Produkt auf Setup. Und diese API wird konkretisiert auf der einen Seite über einen JSON-RPC-Webservice, und auf der anderen Seite über die Kommandozeile und alle Komponenten außerhalb des Servers, also der Client-Agent, das Management-Interface, das Boot-Image
unterhalten sich im Prinzip ausschließlich über diese JSON-RPC-Web-Schnittstelle mit dem Server. Was bedeutet, nichts, was Sie im Management-Interface machen können, können Sie nicht auch auf der Kommandozeile machen, weil das sind dieselben Befehle implementiert. Das heißt, ob Sie, nicht, dass ich Ihnen rate, ob Sie auf der Kommandozeile zu administrieren, aber wenn Sie Dinge automatisieren wollen, Sie können, ob Sie komplett skripten. So. Das waren die Kernfunktionalitäten. Es gibt auch im Core noch ein paar mehr Sachen, die man erzählen könnte, aber dazu langt die Zeit nicht. Es gibt über den Kern, der unter HGPL V3 lizenziert ist, noch Erweiterungen, die kostenpflichtig sind. Wir sind eine Firma, wir müssen von irgendwas leben. Die Idee ist, alle Neuentwicklungen werden erstmal verkauft, solange bis wir über die Einnahmenentwicklung Tests, aber auch Beiträge zur Pflege des bestehenden freien Kerns finanziert haben. Und dann werden bestimmte Erweiterungen auch freigegeben, nicht unbedingt alle. An Erweiterungen haben wir ein Werkzeug zum Beispiel, um zentral Lizenzen zu verwalten. Wir haben ein schnelleres Backend für größere Installationen. Bei größeren Installationen, wenn Sie Software-Rollout über Nagios monitoren wollen, können Sie das tun. Wir haben eine Erweiterung, um Clients hinter langsamen Leitungen in die Softwareverteilung, in das Client-Management zu integrieren. Das wäre jetzt ein Außendienstmitarbeiter, der nur über eine Handy-VPN-Leitung reinkommt oder ein Homeoffice oder der einzelne Verwaltungs-PC im Kindergarten. Wir haben spezielle Geschichten für den Einsatz in Schulen, in Trainingsräumen, wo ich, wenn ein Kurs durchgelaufen ist, sehr schnell den Ursprungszustand wiederherstellen muss. Wir haben den schon erwähnten Linux-Support. Beim Linux-Support ist es so, das, was ich erzählt habe über die Betriebssysteminstallation, ist Open Source. Und der Client Agent, den können Sie, nachdem Sie einen Rechner neu installiert haben, 15 Mal kostenlos starten, was langt, um einen neu installierten Rechner durchzukonfigurieren. Wenn Sie dauerhaft das Management von Linux-Systemen momentan mit OPSI machen wollen, müssen Sie noch die Erweiterung kaufen. Wenn Sie heute Rechner kaufen, haben die in der Regel ein UEFI-BIOS. Für ein Client-Management gibt es gute Gründe, zurzeit die in der Regel in MBR-BIOS zurückzuschalten. Wenn Sie das nicht wollen oder es nicht geht, weil es ein UEFI-Only-BIOS ist, dann haben Sie über die Erweiterung durchaus die Möglichkeit, die trotzdem zu verwalten. Wenn Sie sehr große Installationen haben, sagen wir mal mehr wie 4000 Clients oder mehr wie 200 Standorte, dann können wir da trotzdem noch mal ein bisschen Performance nachlegen. Ganz neu und sozusagen gerade jetzt nach Testing, aber auf der CeBIT vorgestellt und jetzt nach Testing freigegeben, ist ein Connector zu Active Directory und Samba 4, um die Hostobjekte mit dem Directory abzugleichen und eine Möglichkeit, ein Rechtemanagement bei mehreren Standorten zu haben, zu sagen, ich habe hier Standortbetreuer, die nur ihre PCs sehen und administrieren können. Andere Erweiterungen, die mal kostenpflichtig waren, sind inzwischen freigegeben. Wenn Sie jetzt ein bisschen
Interesse bekommen haben, dachte, ja, das will ich mir mal angucken. Auf uib.de gibt es einen Punkt, ob Sie testen, Download. Da gibt es dann einen Verweis auf ein Getting Started Handbuch, wo drin steht, wie Sie auf Ihrer Lieblings-Linux-Distribution, so sie bei den Unterstützten dabei ist, ob Sie installieren können oder es gibt eine vorkonfigurierte VM und der Verweis auf unser Community-Forum, was sehr aktiv ist, wo wir als Hersteller auch aktiv sind, um Ihnen zu helfen, über die ersten Schritte drüber zu kommen. Und für den Betriebssupport können Sie sich dann an uns oder einen unserer Partner wenden, um dann auch einen kommerziellen Support zu bekommen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke unserer sehr regen OPSI-Community für die Unterstützung des Projekts und die regen Rückmeldungen und hier auf dem Grazer Linux-Tag für unseren Standpartner und OPSI-Partner Siegel Networks. Ja, und stehe Ihnen jetzt noch zu Fragen zur Verfügung, soweit wir noch Zeit haben. Ich kriege ein sanftes Nicken. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ob man von den Aktivitäten des Client Agent immer was sehen muss oder ob man das auch verstecken kann. Also unter Linux ist es so, dass Sie in der Regel davon gar nichts mitkriegen, weil das auf der Kommandozeile im Hintergrund passiert und das eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Unter Windows ist es umgekehrt. Es ist eigentlich vorgesehen, dass man was sieht und im Normalfall, also wenn Sie die Chance haben zu sagen, ich möchte installieren beim Runterfahren und beim Hochfahren, macht das auch Sinn, dann stört das auch niemanden und sorgt dafür, dass jetzt beispielsweise die Leute, die den Rechner hochfahren, auch sehen, da passiert was und nicht auf den Reset-Knopf drücken, weil sie denken, der Rechner ist eingeschlafen. Im 24-7-Betrieb, also Krankenhäuser beispielsweise, haben wir in der Tat das Problem. Dann kann man das, kann man sagen, du sollst nichts zeigen, aber wenn ich ein Setup-Programm aufrufe, was dann selber wieder ein Bild zeigt, nützt mir das nichts. Aber ich kann den ganzen Kram auf einen anderen Desktop verschieben, den der User nicht sieht. Auf diese Art und Weise kann ich den Wunsch erfüllen, nur wenn das Setup-Programm, obwohl es eigentlich seilend laufen sollte, dann trotzdem eine Fehlermeldung bringt, wird die natürlich nicht gesehen. Hat also seine Vor- und Nachteile. In der Schule gibt es diesen Open School Server, der im Wesentlichen diese Funktionalitäten auch hat. Also Softwareverteilung, das funktioniert sehr ähnlich, ich habe da große Ähnlichkeiten gesehen. Wir sind mehr oder weniger gezwungen, jetzt umzustellen in ein großes Schulzentrum. Hier wird ein großer Server für alle vier Schulen aufgestellt, ein Windows 2016 Server. Windows Deployment System und so weiter sollte sehr kompliziert sein. Die Frage, wer ein solcher Server bezüglich dieser Funktionalitäten mit OBSI zu verwalten, sprich Softwareverteilung, Betriebssysteminstallation. Also Windows 2016 Server, vier Schulen, ein gemeinsamer Server. Ja, also Sie können nicht nur Windows Desktop Systeme, sondern auch Windows Server damit administrieren. Gar keine Frage. Ja. Was den Einsatz jetzt in Schulen für die pädagogischen Systeme betrifft, würde ich jetzt einfach vorschlagen, kommen Sie nachher nochmal an den Stand, weil das ist ein Thema für einen eigenen Vortrag. Sie hatten noch eine Frage? Kann man eine Installation, weil die Software-Dinge, Sie haben wahrscheinlich eine Repository an Softwareprogrammen drinnen und ein Programm, das nicht enthalten ist, kann man das eine Art Installationsaufzeichnung durchführen, dass man eine Installation manuell durchführt, die Software schreibt mit, was man gemacht hat, und dass man dann einmal ein Grundtemplate hat, was man dann einspielen kann in die Administrationsoberfläche für weitere Rechner?
das? Ich wiederhole nochmal die Frage. Geht um die Erstellung von neuen Paketen. Wie macht man das und ist die Methode, eine Installation mal interaktiv aufzuführen und sozusagen mit einem Schnüffelprogramm mitzuschneiden, das mitschneidet, was ist da kopiert worden, welche Registry-Sachen sind geändert worden, das in dem Skript niederzulegen, das als Basis zu nehmen und die Software zu installieren. Die Antwort ist ja, ist aber sozusagen der letzte Notnagel. Ich empfehle, wenn es möglich ist, das Original-Setup-Programm eines Herstellers zu verwenden und erstmal zu schauen, ob es für dieses Setup-Programm einen Kommandozeilenschalter gibt, der das Setup-Programm nicht interaktiv ausführt. Weil wenn ich jetzt eine konkrete Installation mitschneide, dann weiß ich, dass das genau für dieses Betriebssystem in dieser Version mit diesem Service Pack wahrscheinlich funktioniert. Aber wenn ich das unter Windows 7 gemacht habe, weiß ich noch lange nicht, ob das unter Windows 10 funktioniert. Wenn ich das Setup-Programm des Herstellers aufrufe, habe ich die Verantwortung nicht, sondern dann liegt das beim Setup-Programm des Herstellers. Also kann man machen. Bis Windows 2000 wurde fast alles so gemacht. unterstützt OPSI, aber ist jetzt nicht der Königsweg. Wie man Pakete packt und welche Hilfswerkzeuge es gibt, ist im Getting Started Handbuch beschrieben und ist Bestandteil unserer Standardschulungen. Aber es ist vollkommen normal, dass Sie Ihre Pakete selber packen, nur bei bestimmten Dingen ist es praktischer, sich bei zentralen Pools zu bedienen, beziehungsweise bei bestimmten Abonnements, die wir zur Verfügung stellen. Aber prinzipiell trainieren wir das. Also zweiteilige Frage. Erste Frage, kann ich, wenn ich OPSI in einer bestehenden Umgebung einführe, den Client Agent auf den bestehenden Systemen nachinstallieren oder muss ich alle Systeme neu installieren? Ja, es gibt entsprechende Skripte sowohl für Windows als auch für Linux, den Client Agent in bestehende Systeme zu injizieren. Zweite Frage war, erkennt der dann, dass da schon Firefox drauf ist? Und zeigt mir das dann im Management-Interface an? In dem Management-Interface, den Teil, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wird er das nicht anzeigen. Im Bereich der Software-Inventarisierung schon. Die Frage kommt immer wieder, kann ich das dann nicht zurückstellen? Die ist ein bisschen problematisch, weil also bei bestimmten Sachen ist es eh von kurzer Dauer, ne, weil bis das nächste Firefox-Update kommt und Sie dann OPSI benutzen, um den neuen Firefox auszurollen, vergeht nicht viel Zeit. Und zweitens ist das Vorhandensein eines Firefox nicht absolut identisch mit der Meldung, das Firefox-Paket ist installiert, weil das Firefox-Paket eben nicht nur ein Firefox installiert, sondern ihn auch konfiguriert. Deswegen gibt es da keine 1:1 Beziehung. Sie sagen mir, wenn ich hier Schluss machen soll, ansonsten beantworte ich nämlich weiter Fragen. Noch zwei Fragen oder zwei Minuten? Auch schon aufzubauen oder sind Sie dann sagen,
Spalt, wenn man Erfahrungen gesammelt hat und sich dafür entscheidet, sollte man es selbst auf einem größeren oder anderen Server aufsetzen? Oder würde man auf Basis unserer Demo von jemandem auch sehr gut produktiv arbeiten können? Es spricht nichts dagegen, diese VM zu Produktivzwecken zu verwenden. Das Einzige, was Sie, aber das können Sie auch nachträglich nochmal ändern, dass Sie vielleicht feststellen, dass die Platte, die wir dahinter getan haben, vielleicht klein ist und Sie noch für bestimmte Partitionen eine neue Platte dazu machen wollen. Aber es gibt strukturell keinen Unterschied zwischen etwas, was Sie selber aufsetzen, das sind dieselben Pakete. Das, was Sie damit machen wollen, überschneidet sich. Die Herkunft und die Philosophie sind sehr unterschiedlich, weil sie von vollkommen unterschiedlichen Wurzeln herkommen. Also Sachen wie Salt, Ansible, Puppet sind klassische Linux-Server-Farm-Management-Werkzeuge mit Kommandozeilen-Geschichten, etwas, womit die Windows-Administratoren irgendwie verschreckt in die Ecke jagen. Ich glaube nicht, dass das, was ich Ihnen vorgestellt habe, dazu geeignet ist, eine funktionierende Ansible- oder Puppet-Umgebung, die sonst keine Probleme macht, zu ersetzen, warum auch. Wenn Sie aber vor dem Problem stehen, dass Sie eine heterogene Umgebung haben und sagen, für meine Windows-Systeme, Clients, Server habe ich hier das eine System und für meine Linux-Server habe ich das andere System und ich muss eigentlich bestimmte Dinge doppelt machen, und ich kann das Know-how, was ich hier habe, nicht weiterverwenden. An der Stelle spielt OPSI seinen Charme aus. Und wenn die Heterogenität erst entsteht, und dann ist die Frage, wenn ich jetzt anfange, Linux einzuführen, oder ich habe bis jetzt nur Linux im Bereich, also wenn ich schon OPSI auf der einen Seite habe und führe jetzt was hinzu, dann kann ich mein Know-how weiterverwenden. Also der große Spaß an OPSI an dieser Stelle liegt in der Integration. Und noch ganz abschließend, wenn Sie ein Ansible Playbook haben, dann können Sie ein Skript ausführen, also können Sie in das OPSI-Paket reinschreiben, führe doch lokal Ansible mit dem Playbook aus. So, damit habe ich, glaube ich, meine Zeit weitgehend ausgereizt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.